Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dare to Create, dem Podcast für alle, die mutiger, kreativer und unternehmerischer werden wollen. Mein Name ist Amy Sarah Carstensen und ich bin Unternehmerin, Künstlerin meines eigenen Lebens. So würde ich es im Moment sagen. Meine Mission ist es, Menschen mit ihrer Kreativität wieder zu verbinden und Kreativität zu fördern, denn ich bin wirklich der Meinung, dass Kreativität ein Wahnsinnshebel ist für Fortschritt, Innovation und Wachstum im persönlichen, wirtschaftlichen sowie gesellschaftlichen Umfeld. Und vor 6,5 Jahren habe ich Artnight gegründet, der führende Anbieter für CIY, Created Yourself Erlebnisse im deutschsprachigen Raum. Wir bieten individuelle Malkurse an, online und offline, also die coolsten Malkurse, die du vielleicht jemals erlebt hast, bei denen man wirklich in einer Session Schritt für Schritt ein eigenes Kunstwerk malt und so richtig in den kreativen Flow kommt. Artnight gibt es in 60 Städten in Deutschland und Österreich. Wir bieten mehr als 1000 Events im Monat an und du kannst einfach auf www.artnight.com ein Motiv auswählen, buchst dein Ticket online, ähnlich wie ein Kinoticket und schon kann es losgehen und du kannst endlich mal wieder malen. Und ich kann dir sagen, du kannst malen, denn nach 2 bis 3 Stunden nimmst du dann dein eigenes Kunstwerk mit nach Hause. Artnight gibt es auch als Team-Events oder für Kids. Aber heute geht es gar nicht mal so im Detail um Artnight. Mir ist es trotzdem immer wichtig, dir direkt mal am Anfang zu sagen, was wir eigentlich machen, was mich jeden Tag begeistert und beschäftigt. Und in der heutigen Podcast-Folge, und dieser Gedanke kam mir heute Morgen, also es ist jetzt Sonntagmorgen, ich sitze jetzt hier im Wohnzimmer auf dem Boden mit ganz vielen Kissen, nehme diese Podcast-Folge auf. Und heute Morgen kam mir so der Gedanke, ich möchte heute eine Podcast-Folge aufnehmen über das Thema Neugier. Denn Neugier hat meines Erachtens wirklich eine magische Wirkung auf unsere Kreativität und auch auf unser Leben, insbesondere auch auf mein Leben. Und Neugier ist neben Mut, Mitgefühl und Freiheit auch einer meiner absolut wichtigsten Werte, die mich durch mein Leben tragen und schon ganz, ganz lange begleiten. Deswegen habe ich mir so gedacht, ich will heute einfach mit dir meine Gedanken teilen zum Thema Neugier und warum sie meines Erachtens so wichtig ist, wie wir Neugier mehr in unserem Alltag kultivieren können und wie du Neugier auch nutzen kannst, um als Unternehmerin oder ja, Selbstständige auch erfolgreicher zu sein. Also, freue dich jetzt auf die Podcast-Folge und ja, wie gesagt, Neugier ist eine wundervolle Eigenschaft, die uns antreibt, zu Entdeckern macht unseres eigenen Lebens und deswegen freue dich jetzt auf die Folge. Los geht's! Zu Beginn ein paar Fakten über Neugier. Also, Neugier hat nachweislich einen starken positiven Einfluss auf verschiedene Lebensbereiche. Das zeigen etliche Studien. Die Studien zeigen, dass Neugier in sozialen Situationen zu erhöhtem Wohlbefinden und verminderter sozialer Angst führt, dass in Bezug auf die Langlebigkeit eben auch Untersuchungen ergeben haben, dass bei älteren Erwachsenen, die wirklich ein hohes Maß an Neugier und Interesse an der Welt zu einer längeren Lebensdauer führen. Ist das nicht wahnsinnig? Ne? Wir leben länger, umso neugieriger wir sind. So kurz gefasst. Und es gibt ganz, ganz viele Daten, die eben zeigen, dass neugierige Menschen in ihrem Beruf oft engagierter sind, eine höhere Arbeitszufriedenheit haben, dass sie im privaten Kontext auch glücklicher sind und einfach mit mehr Offenheit, weniger Angst, mehr Vertrauen durchs Leben gehen. Aber was ist eigentlich diese Neugier? Ich habe mal nachgeschlagen und Neugier wird wie folgt definiert. Neugier ist das innige Verlangen, mehr zu wissen, zu erfahren und die Welt um uns herum zu erkunden. Es ist dieses Kribbeln in uns, das uns auffordert, Fragen zu stellen, neue Wege zu gehen und über den Tellerrand hinauszuschauen. Das finde ich eine wunderschöne Definition. Ich habe die genommen, die mir am besten gefallen hat. Und ich wette mit dir, du hast auch schon oft das Gefühl dieses Kribbelns erlebt. So, es kribbelt, ne? Man will unbedingt was wissen. Man kann gar nicht abwarten, endlich loszulegen. Und wenn ich mich so zurückerinnere, dann kann ich mich an dieses Kribbeln insbesondere in meiner Kindheit erinnern. Denn schon in unserer Kindheit ist unsere Neugier am stärksten ausgeprägt. Kinder fragen ständig, warum? Warum, wieso, weshalb? Warum? Warum? Ich gehe mal kurz zum Supermarkt. Warum? Ich kaufe ein paar Bananen, weil die sind alle. Warum? Und so kann es ewig weitergehen. Also wir erkunden als Kinder unsere Umgebung ohne Angst und Vorurteile. Wir wollen ganz, ganz viel wissen. Wir saugen dieses Wissen immer wieder auf. Und dieses unstillbare Verlangen, die Welt zu verstehen, sie zu erkunden, ist tief in unsere DNA verankert.
Wenn du jetzt also denkst, du bist kein neugieriger Mensch, dann muss ich dir widersprechen. Genauso, wenn du sagen würdest, du bist nicht kreativ, sondern genau wie Kreativität ist, eben auch Neugier in unserer DNA verankert. Manchmal vergessen wir es ab und zu nur oder durch die gesellschaftlichen Prägungen, so wie wir aufwachsen, können wir es nicht so greifen wie, ja, wie irgendwie als Kinder. Und es hat eben auch unsere Vorfahren dazu veranlasst, also diese Neugier hat unsere Vorfahren dazu veranlasst, neue Länder zu entdecken, gefährliche Tiere zu studieren und das Mysterium des Feuers zu entschlüsseln. Es ist nicht also nur natürlich, sondern Neugier ist wirklich ein essentieller Bestandteil unseres Überlebens und eben auch des Fortschritts. Und wenn wir jetzt mal wirklich zurückschauen in die Geschichte, da gibt es so viele Beispiele, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen könnte, wie oft Neugier eben der Auslöser für revolutionäre Entwicklung war, für Fortschritt war, für persönliche Entwicklung war. Und nur wenige Beispiele, ne? Isaac Newton, der sich von einem fallenden Apfel hat inspirieren lassen und die Gesetze der Gravitation formulierte. Oder Marie Curie, deren Neugier sie dazu brachte, Radioaktivität zu untersuchen und ja, zu bahnbrechenden Entdeckungen in der Medizin führte. Und es ist immer wieder die Neugier, die uns dazu bringt, Fragen zu stellen, die niemand zuvor gestellt hat und Antworten zu suchen, die den Lauf der Geschichte verändern können. Und in einer Welt und insbesondere in der heutigen Welt, die sich so schnell verändert, also in einer Welt des schnellen Wandels und der Innovation, ist diese Neugier, die uns vorantreibt und uns dazu bringt, wirklich ständig neu zu denken und neue Lösungen zu finden. Und wenn wir über neue Lösungen nachdenken, dann ist da schon direkt der Link wieder zur Kreativität. Denn die Neugier ist quasi immer der Anfang. Ist der Anfang dazu, dass wir neue Dinge erschaffen, dass wir Lösungen finden, dass wir Dinge kreieren. Und Menschen, die eben diese Neugier bewahren, profitieren meines Erachtens wirklich in vielerlei Hinsicht. Sie sind offener. Also eine neugierige Person ist offener für Veränderungen. Sie nimmt neue Erfahrungen und Herausforderungen an, statt ihnen aus dem Weg zu gehen. Und das bedeutet, dass neugierige Menschen sich ständig auch weiterentwickeln und auch wachsen. Und vielleicht kennst du das in deinem Umfeld. Es gibt ganz häufig, ich will jetzt nicht jemanden in eine Schublade hier stecken, aber es gibt ganz oft so diese Menschen, die erstmal fragen, erkunden, nachhorchen, die Dinge wirklich verstehen wollen, wenn sie sie nicht kennen. Und dann gibt es welche, die relativ schnell jemanden in eine Schublade packen, wie ich das jetzt gerade auch tue, die Menschen in eine Schublade packen, die es gar nicht wissen wollen, sondern vielleicht mal irgendwo einen Artikel gelesen haben und that's now the truth. Und meines Erachtens ist es wirklich so, dass wenn wir neugierig durch die Welt gehen, dass wir viel offener sind, dass wir neue Kulturen kennenlernen wollen, dass wir andere Menschen verstehen möchten und dass es uns ganz oft auch zwischenmenschlich viel leichter fällt, mit anderen in Interaktion zu treten, wenn wir offen und neugierig sind. Neugierige Menschen lernen auch schneller und häufig auch viel, denn neugierige Menschen haben ein tiefes Verlangen zu lernen. Es geht nicht nur um formale Bildung, sondern es geht um das Lernen aus Erfahrungen, aus Gesprächen und aus Beobachtungen. Und das macht sie anpassungsfähiger und vielseitiger in vielen Lebensbereichen. Und in den letzten Jahren, auch bei Artnight, ich habe mit ganz vielen Menschen auch zusammengearbeitet. Und meines Erachtens auch die Menschen jetzt mal aus der Perspektive einer Führungskraft und einer Leaderin, die Menschen, die einfach eine hohe Willingness to learn haben, also eine hohe Bereitschaft zu lernen, sind diejenigen, mit denen ich am allerliebsten zusammenarbeite und die häufig auch einfach am erfolgreichsten sind. Denn sie bleiben nicht stehen. Sie wollen Dinge wissen, sie lernen, sie entwickeln sich permanent weiter und sie haben auch eine krasse, ja, also eine krasse Offenheit einfach Neuem gegenüber. Sie sind häufig auch lösungsorientierter und graben sich dann rein, die Dinge herauszufinden, anstatt zu sagen, geht nicht, gibt's nicht. Und was ich gerade gesagt habe, neugierige Menschen entwickeln sich immer wieder weiter und das, finde ich, ist so der Kern unseres Seins, dass wir uns erfahren, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir uns besser kennenlernen. Und wie sollten wir das denn tun ohne diese Neugier? Und mit einer neugierigen Einstellung sind wir eher bereit, eben neue Fähigkeiten zu lernen, was ich gerade gesagt habe. Überleg dir mal, was hat deine Neugier sozusagen im letzten Jahr entfacht? Was hat sie entfacht? Was hast du gelernt? Was kannst du heute irgendwie, was du von einem Jahr noch nicht konntest? Was siehst du heute aus einer Perspektive oder weißt du, was du von einem Jahr noch nicht wusstest? Und es ist egal, ob es eine Sprache ist, ein Musikinstrument oder eine komplett neue Sportart. So Neugier führt uns immer wieder dazu, uns selbst herauszufordern und über uns hinauszuwachsen. Ganz schön heftig, diese Neugier, ne? Die kann ganz schön viel auslösen.
Und ich würde von mir selbst auch behaupten, ich bin wirklich ein sehr, sehr neugieriger Mensch. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch und ich bin auch ein sehr kreativer Mensch. Und das, was mir am meisten Freude bereitet, ist die Kombination aus beidem. Und immer wieder auch diesen kreativen Flow zu erleben. Weißt du, diesen Zustand, in dem die Welt um einen herum verschwindet und man völlig in der Arbeit versunken ist. Oder eben in der Tätigkeit. Arbeit, finde ich, ist vielleicht nicht das passende Wort. Neugier ist meines Erachtens immer der Funke. Ich sage heute total oft meines Erachtens. Warum? Also, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, Neugier ist der Funke. Der Funke, der diesen Flow entzündet. Neugier ermutigt uns, tief zu graben, verschiedene Perspektiven einzunehmen und das Unbekannte zu erkunden. Und ein neugieriger Geist sieht Möglichkeiten, wo andere Hindernisse sehen. Er eröffnet Türen zu neuen Welten, Ideen und Visionen. Und wenn ich nicht in der Vergangenheit so neugierig immer wieder gewesen wäre, dann wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin. Und ich gehe wirklich so neugierig durch den Tag, durch das Leben. Und das bereichert mein Leben total. Und ich hoffe, ich konnte dich jetzt schon ein bisschen für diese Neugier, die in dir schlummert, begeistern. Und ich habe mir überlegt, um dir jetzt nochmal wirklich was Handfestes auch in die Hand zu geben, habe ich mir wirklich Gedanken gemacht, was tue ich eigentlich jeden Tag, was diese Neugier in mir immer wieder aufs Neue entfacht? Wie nutze ich sie? Und wie, ja, bleibe ich auch dran und kultiviere diese Neugier wirklich in meinem Alltag? Und ich habe 5 Punkte gefunden, die ich dir jetzt einfach mal mitgeben möchte. Und vielleicht probierst du es einfach mal aus. Wenn du so das Gefühl hast, boah, früher war ich neugieriger, also auch als Kind, als heute, irgendwie hatte ich schon lange nicht mehr dieses Kribbeln, diese Neugier irgendwie zu erfahren, dann nutz diese Tipps vielleicht einfach mal. Probier es aus, erlebe es und schau auch einfach mal, was passiert. Also, mein erster Tipp für mehr Neugier in deinem Alltag und in deinem Leben ist so simpel und manchmal aber so herausfordernd. Erstens, stelle Fragen. Ich stelle so viele Fragen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und mir ist Fragen stellen auch überhaupt nicht unangenehm. Ich war die letzten Jahre, ich saß an Tischen mit CEOs, mit Vorstandsvorsitzenden, mit ganz, ganz vielen Menschen, die im beruflichen Kontext unglaublich viel erreicht haben. So das, was wir eben auch als Erfolg im Außen definieren. Da würde ich definitiv dieses Attribut ihnen zuteil machen. Und ich saß an diesem Tisch und ich kann mich erinnern. Also, ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Ich saß am Tisch mit einem der krassesten CEOs in Deutschland, würde ich sagen. Milliarden an Umsatz des Unternehmens. Ganz, 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 ganz viele Tausende von Mitarbeitenden. Und wir saßen beim Abendessen und wer mich vielleicht kennt, ich habe vielleicht eher so einen Street-Style-Charakter, wie ich auch spreche. Und ich kenne auch nicht viele Fremdwörter, beziehungsweise ich kenne schon viele, aber ich nutze sie gar nicht mehr so in meiner Sprache, weil ich das nie gelernt habe. Und dieser Mensch hat ganz eloquent gesprochen. Und ich habe ganz viel nicht verstanden. Und ich habe dann einfach immer wieder gefragt, entschuldigen Sie, was heißt das? Was meinen Sie konkret damit? Können Sie mir das erklären? Und als dann der Wein kam zum Tisch und sich die ganze Runde, ich war die einzige Frau am Tisch, Ladies, bitte mehr Frauen am Tisch, ich war die einzige Frau am Tisch und dann haben sich alle unterhalten und ich habe gedacht, bin ich die Einzige, die das jetzt nicht weiß, welche Rebe zu welchem Wein führt und Co. Und auch da habe ich einfach gefragt. Ich habe einfach immer wieder gefragt. Ich habe den ganzen Abend eigentlich nur Fragen gestellt. Und ich habe so viel gelernt. Ich habe einfach so viel gelernt. Ich habe so viel für mich mitgenommen. Und die andere Person hat sich so gut gefühlt, weil sie mir so viel beibringen konnte. Also stelle Fragen immer, wenn du was nicht weißt. Weißt du, wie oft verkneift man sich, eine Frage zu stellen und nickt einfach. Oder man fährt in der Konversation irgendwie fort, obwohl man keine Ahnung hat, worüber gerade gesprochen wird. Trau dich, Fragen zu stellen. Wirklich, 99% der Menschen, denen ich schon mal eine Frage gestellt habe, haben mir eine Antwort gegeben. Und es war immer so bereichernd, weil wir Menschen einfach auch ganz natürlich anderen Menschen gerne Dinge beibringen. Deswegen stelle Fragen und so lernst du ganz automatisch im Alltag, lernst du Dinge dazu. Wenn du ein Wort nicht verstehst, frag, was bedeutet das? Wenn du einen Kontext nicht verstehst, frag. Wenn du nicht weißt, was das ist oder worüber gesprochen wird, frag einfach nach. Sei mutig zu fragen. Und wenn du jetzt nochmal Next Level gehen willst, dann beginne jeden Tag auch mit einer Frage, etwas, was dich wirklich fasziniert. Und google es, finde es heraus, lese es nach, lese es in einem Buch.
und entdecke dieses Thema oder was es bedeutet über den Tag hinweg. Das mache ich jeden Tag und das führt dazu, dass ich unglaublich viel lerne und dass ich nicht nur viel lerne irgendwie aus Büchern, aus Google, aus Dokumentationen und Co., sondern ich lerne von anderen Menschen, weil ich einfach sie frage. Zweiter Tipp. Wenn du gerne und viel liest oder eben auch Dokus guckst und so weiter, lese und gucke so breit und vielfältig wie möglich. Ich schaue immer mal wieder, ich gucke wirklich selten fern oder selten Netflix und Co., aber wenn ich was gucke, gucke ich auch total gerne Dokus oder so richtig stumpfe Serien. Und wenn ich Dokus gucke, dann gucke ich die ganz, 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 ganz breit. Also gar nicht immer nur zu einem Thema, sondern ganz breit. Und das erweitert so den eigenen Horizont, auch wenn ich Bücher lese. Lese ein Sachbuch oder mal wirklich einen Roman und lese einfach ganz breit, guck ganz breit und die Welt ist wirklich voller Geschichten und Wissen und die warten einfach nur darauf, von dir entdeckt zu werden. Also do it und mach sehr, sehr breit einfach. Dann lernt man ganz viel auch dazu. Ich habe in der Vergangenheit, und das ist mein dritter Tipp, nimm an Workshops, Kursen teil oder eben auch an Seminaren. Ich finde es immer, alles, was von Menschen zu Menschen ist, finde ich total hilfreich und finde ich zumindest super gut. Ich habe in den letzten Jahren an so vielen Workshops und Kursen teilgenommen. Manchmal ist es einfach nur so ein Online-Kurs oder erst gestern habe ich online einen Kurs wieder gemacht, weil ich eine gewisse Maltechnik lernen wollte und das ausprobieren wollte. Und bevor ich dann gedacht habe, okay, dann setze ich mich jetzt 10 Stunden hin und probiere es irgendwie aus, dann habe ich einen Kurs gemacht und habe es einfach parallel geübt und es hat wunderbar funktioniert. Was Ähnliches machen wir ja auch bei Art Night. So, wir helfen Menschen dabei, wirklich diesen ersten Schritt zum Malen wieder zu gehen und zu lernen und es auszuprobieren. Oder eben, wenn Menschen schon häufig gemalt haben, wirklich Hobbymaler sind, sie aufs nächste Level zu bringen. Dass Kurse, Workshops, andere Menschen, die das anbieten, können da echt so ein Wahnsinns-Leverage sein, also ein richtiger Hebel sein, um schneller und besser auch lernen zu können. Weil für mich gibt es nichts Besseres als praktisches Lernen. Und das kann ein Kochkurs sein, ein Tanzworkshop, ein Online-Seminar und so weiter. Also ganz, ganz viel. Die Möglichkeiten sind wirklich endlos. Probier es einfach mal aus. Mein vierter Tipp. Reise. Reise auch vor deiner Haustür. Manchmal ist Neues und Spannendes direkt vor unserer Haustür. Ein neuer Park, ein unbekannter Wanderweg, ein lokales Museum können alle frische Perspektiven bieten. Geh einfach mal an einem Morgen einen anderen Weg. Lauf noch eine Seitenstraße rein. Geh mit offenem Blick, ohne einen Podcast auf den Ohren. Jetzt schneide ich mir ins eigene Fleisch, aber wirklich ohne einen Podcast auf den Ohren, ohne irgendwie aufs Handy zu gucken, sondern mit wachem Blick gehst du heute einfach mal aus deiner Haustür raus. Und dann entdeckst du mal, was passiert um dich herum. Und weißt du, wie absurd das ist? Wir wohnen jetzt hier in unserer Wohnung in Berlin-Mitte seit 4 Jahren. Und jeden Tag, wenn ich rausgehe, entdecke ich was Neues. Direkt vor der Haustür. Ich habe hier teilweise schon Restaurants, die schon ewig da sind oder irgendwie kleine Shops oder so. Wege, Besonderheiten, Graffitis an den Wänden. Entdecke ich jetzt erst nach 4 Jahren. Und ich werde nächstes Jahr und morgen, ich werde jeden Tag immer wieder was Neues entdecken. Also nutze diesen wachen Blick und gehe wirklich raus und schaue, was um dich herum passiert. Und das ist so eine Wahnsinnsinspiration. Auch wenn man mal Neugier nochmal mit Kreativität connected. Hast du das schon mal erlebt, dass du draußen bist, so richtig nur mit dir? Und dann sammelst du Eindrücke, du sammelst Erfahrungen und daraus entsteht dann wieder was Großes. Genau das ist, wie Neugier dann zu Kreativität, Kreativität zu Ideen, zu Umsetzung, zu Lösungen führt, zu neuen Dingen, die wir erschaffen. Reise auch in andere Länder. Ich habe schon so viele Länder bereist und ich bin so unfassbar dankbar dafür. Ich war früher ganz viel Backpacken, wirklich so Hostels, on fleek, ganz viele 16er Dorm und Co. Ich war so viel auf Reisen, ich habe so viel erlebt, ich habe so viel Kulturen, Menschen schon kennenlernen dürfen und die Liste ist immer noch lang, was ich alles entdecken möchte. Und wie gesagt, man muss das nicht immer irgendwie tun, indem man Fernreisen macht oder weit weg geht, sondern manchmal ist das, was wir neugierig entdecken können, auch direkt vor unserer Haustür. Und folge da auch deiner Intuition. Gestern zum Beispiel wollten wir einkaufen gehen
waren wir dann auch. Und dann haben wir einfach festgestellt, dass da wie so ein kleines kulturelles Fest ist. Und dann dachten wir uns, hey, da gehen wir jetzt einfach mal hin. Und dann sind wir da hingegangen, sind wir da drüber gelaufen. Das war so schön. Und ich habe direkt wieder Inspiration gesammelt für ein Kunstwerk, was ich gerade machen möchte. Mein fünfter und letzter Tipp: umgebe dich mit neugierigen Menschen. Es gibt wirklich nichts Ansteckenderes als die Begeisterung anderer, regelmäßiger Austausch mit Menschen, die Fragen stellen und die die Welt erkunden wollen. Und das kann auch deine eigene Neugier entfachen. Unterhalte dich mit Menschen, die neugierig sind. Werf eine Frage in die Runde rein. Entdeck gemeinsam Themen, lernt auch gemeinsam. Sei der Impulsgeber oder folge den Impulsen auch von anderen. Und vielleicht kannst du dich so erinnern, wenn man dann am Abendessen sitzt oder eben in einer netten Runde und man kommt so von einem Thema aufs andere und man erkundet diese Themen, man ist neugierig, man fragt nach. Und wenn du auch neugierige Menschen um dich herum hast, dann nutze auch die Möglichkeit, Dinge zu erfahren. Und das würde ich mir so viel mehr wünschen, auch für politische Diskussionen, für Diskussionen bei heiklen Themen. Da auch wieder Beispiel Corona. Ich habe damals... Und es ist mir schwer gefallen, weil es natürlich auch gesellschaftlich so geprägt war, aber mich immer wieder daran erinnert, niemand zu verurteilen, egal mit welcher Meinung, sondern immer neugierig nachzufragen, wie die Person zu dieser Einstellung, zu dieser Meinung, zu dieser Position gekommen ist. Und das hat mir so geholfen, auch immer wieder Situationen einzuschätzen, Menschen einzuschätzen und den Mensch dahinter zu sehen und zu verstehen, was hat dazu geführt. Sei neugierig, umgib dich mit neugierigen Menschen. Und das sind so die 5 Tipps, die mich jeden Tag im Alltag begleiten. Fragen stellen, lesen, Dokus gucken, ganz breit und vielfältig, Workshops zu machen, praktisch zu lernen, an Kursen teilzunehmen, zu reisen, auch vor der Haustür und mich mit neugierigen Menschen umgeben. Und der allererste Tipp, Fragen stellen, ist für mich wirklich, das ist der Knüller. Das ist das, was mein Leben unglaublich bereichert. Ich hoffe, ich konnte jetzt auch ein bisschen deine Neugier entfachen, denn die Neugier ist ein Geschenk. Pflege sie, nähre sie und erlaube ihr, dich zu wunderbaren, unerwarteten Orten im Außen, aber auch in dir drin zu führen. Entfache deine Neugier, beobachte dich mal ein bisschen, wann bist du neugierig? Und nutze die Neugier, wirklich Neues zu erschaffen, deine Kreativität noch weiter zu entfalten und wirklich dein Leben zu leben. Sei neugierig, trau dich. Sei mutig. Und wenn dir diese kurze Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du jetzt den Podcast abonnierst, auf die Glocke drückst, wenn du den Podcast bewertest, weil das hilft mir so sehr weiter, den Podcast auch in die Welt zu tragen. Teile den Podcast, vielleicht auch mit Menschen, wo du denkst, hey, ich glaube, du solltest mal an deine Neugier erinnert werden. Ganz liebevoll. Und ja, lebe einfach ein neugieriges Leben. Geh heute mal mit wachem Blick raus oder wenn es schon abends ist, ne, dann schnapp dir noch irgendein Buch aus dem Regal, lies mal rein, stell Fragen, das kannst du wirklich immer und entfache deine Neugier. Ich bedanke mich, dass du zugehört hast. Ich hoffe jetzt, dass du ganz doll deine Neugier auch entdecken möchtest. Und ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf dich. Nächste Woche, Montag, gibt es wieder eine neue Folge Dare to Create. Du kannst auch gerne meinen Newsletter abonnieren. Geh dazu einfach auf amycarstensen.com. Dann kommt da direkt ein Pop-up oder runter, wenn du scrollst. Melde dich für den Newsletter an. Kriegst du ab und zu noch schriftlichen Input. Und vergesse nicht, sei mutig, wild und kreativ. Dare to create. Danke fürs Zuhören. Deine Amy.